Heute schauen wir natürlich mal wieder auf die Auslandsaktien. Das tun wir auch heute wieder mit Roland Hirschmüller. Wir haben in dieser Woche eine ganze Reihe von Themen, denn es ist die Hochsaison der Berichtssaison und es war auch noch FED-Sitzung. Schauen wir zuerst auf die Berichtssaison. Gestern Abend Amazon nach Börsenschluss. Natürlich auch hier viele Zuschauer fragen sich, wie waren die Zahlen gestern von Amazon? Ja, Amazon inzwischen das wertvollste Unternehmen der Welt. Und die Zahlen von Amazon, sie waren wirklich in line, sogar ein Tickchen besser wie erwartet. Aber wie das so an der Börse ist, der Ausblick zählt. Und in diesem Ausblick, in der Telco sozusagen, hatte Jeff Bezos dann eher doch etwas Molltöne, was das erste Quartal des Jahres 2019 angeht. Aber zurück zu den Zahlen von Amazon. Sie haben es geschafft, wieder einen Gewinn zu erwirtschaften. 3 Milliarden Gewinn standen am Ende zu Buche bei einem Umsatz von über 72 Milliarden US-Dollar. Da ist im Weihnachtsquartal natürlich sehr, sehr wichtig. Und man hat gesehen, Amazon hat fast aus allen Rohren gefeuert. Wenn man sich das Ergebnis allerdings anschaut, dann sieht man, 2/3 des Gewinnes kommen von Amazon Web Service, dem Cloud-Dienst, den Amazon hat, bei nur 10% Umsatz. Ich möchte fast sagen, ein Klumpenrisiko, so wie wir das hier schon öfter bei Apple mit dem iPhone besprochen haben. Man muss ganz klar sagen, das ist der Bereich, wo Amazon unglaublich profitabel ist. Es kommt inzwischen eine neue Sparte dazu. Amazon hat ja auch die Werbung entdeckt und in diesem Bereich macht man inzwischen 4 Milliarden Umsatz, ähnlich ertragreich, während das traditionelle Geschäft der Versandhandel, ja, wird Geld verdient, aber nur sehr, sehr, sehr wenig. Und das nächste Standbein, das sich Amazon aufgebaut hat, den stationären Handel. In diesem Bereich musste man sogar einen Umsatzrückgang hinnehmen. Sehr, sehr ungewöhnlich für Amazon. Da muss man sich erst einmal dran gewöhnen. Und vor allem hat sich Amazon mit diesem stationären Handel natürlich die Konkurrenz von so Riesen wie Walmart und Kroger auf sich gezogen. Und das ist etwas, da merkt man, die beißen inzwischen zurück. Und vor allem schaden sie Amazon dort, wo es am meisten wehtut, im Webservice. Genau diese beiden Unternehmen haben nämlich langfristige Verträge mit dem größten Konkurrenten von Amazon im Cloud-Bereich abgeschlossen, mit Azure von Microsoft. Und das tut natürlich weh. Tesla hat ebenfalls Zahlen vorgelegt. Großen Überraschungen blieben aus, denn das meiste war eigentlich schon im Vorfeld bekannt, oder? Ja, Elon Musk selber hatte ja bereits Anfang des Jahres sozusagen eine Profit-Warning abgegeben. 7000 Leute müssen wohl gehen. Er sagt ganz klar, wir wollen jedes Quartal 2019 profitabel sein. Wir wollen Geld verdienen. Das ist ihm im vierten Quartal 2018 auch gelungen. Natürlich mit einer recht dünnen Masche. Aber nichtsdestotrotz, seine Ankündigung ist, ein Tesla, vor allem das Model 3, es muss billiger werden, es muss erschwinglich werden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Subventionen in Amerika drastisch zurückgestrichen werden. Und die Anleger bei Tesla, sie waren etwas nervös und sie haben Grund, nervös zu sein. Ende des Monats, Ende Februar, wird ein sogenannter Convertible Bond fällig. Das heißt, hier können letztendlich die Anleihen in Aktien getauscht werden oder Tesla muss das Geld zurückbezahlen, wenn eine bestimmte Schwelle nicht überschritten wird beim Kurs. Das sind $360. Momentan sind wir bei Tesla bei ca. $300. Das heißt, in diesem Monat soll da noch ein Sprung von 20% letztendlich drin sein. Ansonsten muss Tesla das Geld auf den Tisch legen. Sie haben scheinbar im Moment Reserven von 3 Milliarden, aber eigentlich brauchen Sie dieses Geld für eine Gigafabrik in China und für einen weiteren Ausbau der eigenen Gigafabrik in Nevada. Wenn es schon bei Tesla keine Überraschung gab, dann gab es solche zumindest von der FED am Mittwoch. Ich sag's ganz ehrlich, erste FED-Sitzung im laufenden Jahr. Die Guidance war eigentlich schon im Dezember vorgestellt. Eine Zinserhöhung haben nicht mal Optimisten erwartet und trotzdem kam die große Überraschung. Absolut. Also eine solche Überraschung und ich möchte fast auch sagen, eine solche offizielle Kehrtwendung einer Notenbank, der größten Notenbank der Erde, der FED, das habe ich wirklich nicht erwartet. Das war nicht auf dem Teller. Die Anleger haben mit Begeisterung reagiert. Ich selbst weiß nicht so sehr, warum man letztendlich so begeistert sein soll. Natürlich, das Geld wird billig bleiben. Eine Zinserhöhung scheint fast für dieses Jahr ausgeschlossen zu sein. Und die ganz, ganz große Überraschung für mich: Es wird sogar in Erwägung gezogen, dass die Bilanzsumme, die die FED ja verkürzen wollte, indem sie fällige Anleihen nicht mehr reinvestiert bzw. sogar Anleihen letztendlich verkauft. Auch das überlegt man sich nicht zu tun. Das bedeutet, der Markt hat wieder mehr Geld zur Verfügung und das ist letztendlich auch der Grund, warum die Aktienbörsen entsprechend gestiegen sind. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, weiß die FED hier schon etwas mehr? Schwächelt die Konjunktur, dass sie entsprechend diese Maßnahmen ergreift? Oder was noch schlimmer wäre, ist sie etwa vor Donald Trump eingeknickt? Das sind die Spekulationen. Was glaubst du denn? Was ist aus deiner Sicht wahrscheinlich? Natürlich ist es Spekulation, aber die FED sagt eigentlich, naja, was den Ausblick angeht, wir sind eigentlich mittlerweile sogar wieder halbwegs moderat optimistisch. Weltkonjunktur eher nicht so. Trotzdem will man jetzt hier komplett von dem eingeschlagenen Kurs abkehren. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Man muss sagen, die FED, sie schwenkt wieder auf den Kurs ein, den andere Notenbanken fahren. EZB,
Bank of Japan. Man wird wieder offensiver. Und eine persönliche Meinung, es ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube wirklich, dass am amerikanischen Konjunkturhimmel die eine oder andere dunkle Wolke aufgezogen ist. Thema natürlich Handelsstreit, Thema natürlich Mauer, Thema natürlich Verschuldung der privaten Haushalte, Verschuldung auch des Staates letztendlich, dann der Shutdown, der ja noch nicht ausgestanden ist, der jederzeit wiederkommen kann. Ich glaube, das sind einige dunkle Wolken und dem will die Fed vorsteuern und vorher begegnen. Aber nichtsdestotrotz, es wird spannend bleiben und wie gesagt, wenn die Fed uns schon so überrascht, dann hat der Markt bestimmt noch einige Überraschungen mehr im Jahr 2000 für uns parat. Dann schauen wir mal, ob spätestens auf der nächsten Fed-Sitzung die nächste Überraschung auch kommt. Das war natürlich wieder der Blick auf die Auslandsmärkte mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Vielen Dank für das Gespräch. Ja.